Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine Freunde, hier zu Tom Clancy's The Division, die Beta-Phase. Der letzte Part eigentlich, wir sind hier aus der Dark Zone raus, mit Maliborge natürlich. Servus. Ja, wir haben gedacht, wir machen noch ein bisschen Nebenmissionen, nehmen noch einen letzten Part auf und dann ist eigentlich fertig die Beta. Dann haben wir eigentlich so gut wirklich wie alles gezeigt, wir schauen noch hier ein bisschen die Gegend an. Ist echt schön gemacht, muss ich sagen. Mhm. Aber ein bisschen Weihnachtlicht noch eingerichtet, manche Straßen. Aufgefallen. Das Spiel basiert ja, glaube ich, wenn ich das gelesen habe, ja irgendwie, dass die Apokalypse ja irgendwo an so einem Black Friday stattgefunden hat, wahrscheinlich. Okay. An so einem Shopping Friday da. Shopping Friday? Wenn das ein Witz sein soll, ist doch nicht lustig. Das ist lustig. Das ist lustig. Vor allem, wenn. Was war das? Alles klar? Keine Ahnung. Lol. Was hat da gerade so geblinkt? Nee, ich hatte sie endlich vor. Vor allem, wenn da so eine Apokalypse da ist, warum die Zivilisten dann so rumlaufen? Ja, schon irgendwie. Naja. Das passt nicht ganz rein. Penny Slava der Plaza. Was für ein Ding? Ist völlig sinnlos, Kugeln an mich zu verschwenden. Ist echt cool aus. Mhm. Echt nice. Nicer, nicer. Ja, da ist schon wieder was. Nicer, nicer. Ha, der ist hinter dir. Down. Aber die stehen ja hier immer. Die sind hier immer, ja. Verschwommene Sicht. Boah. Blendet wieder mal. Ach, okay, das kann man nicht mehr looten. Okay, dann geht's weiter. Immer die gleichen Ganoven am gleichen Fleck. Wir haben sogar oben, ganz am Anfang, als wir das Feldlazarett hier reingestürmt sind, manches Loot liegen lassen. Da gab es noch manche Wege, da waren Kisten und Rucksäcke. Okay. Mit gutem Zeug drin. Ich bin nicht die Gefahr. So. Muss schwören, weil ich sehe leider nicht die Mission. Ja, weil ich sie mir als Wegpunkt gesetzt habe. Das ist schade, dass das du da nicht siehst. Mission müsste wählen? Müsste dir wahrscheinlich dann auch als Wegpunkt setzen. Oder weil halt durch die Dark Zone das noch nicht aktualisiert worden ist. So. Müssten aber gleich da sein. Dort vorne wird mir das Symbol angezeigt. Da vorne wird begeistert. Feindliche Basis angreifen. So schön, die Gegend. Ich bin nicht ihr Feind. Echt toll. Gefällt mir. Los, Agent. Agent, los. Ist da überhaupt eine Mission? Ich hab da die Feindbasis angreifen. Okay. Tun Sie nichts Unüberlegtes. Doch. Doch. Schon gut. Sie müssen nicht auf mich zielen. Hab ich gar nicht getan. Sie sehen mich sprachlos. Ein bisschen hier die Stadt anschauen. So. Ja, da vorne ist blaue, meinst du da was? Mhm. Ja, super. Dann greifen wir die Basis mal an. Die bösen Terroristen. Die bösen, bösen. Machen die machen Schneeballschlacht oder was? Können Sie damit woanders hinzielen? Hab ich keine anderen Sorgen. Meine Apokalypse. Ja, ja. Müssen wir unbedingt Schneeballe schmeißen. Wieso auch nicht? Wollen Sie mich einschüchtern? Nein. Ratte erledigt. Warnung. Da. Den Anführer ausschalten. Warum gehst du nicht nachsehen? Bams. Bams. Einfach drauf. Schädlingsbekämpfung, Bruder. Genau. Den haben wir auch.
Ey, jo, geht der jetzt hier nicht in Deckung, die Sau? Ja, manchmal mit der Deckung hapert's noch. Ja. Aber. Nachladen. Den hast du, okay. Ja, Mau. Okay. Nachladen. Da ist noch einer. Ja, der Hauptmann. Erledigt. Erledigt. HQ neutralisiert. GTF-Leitstelle informiert. Juhu! Interessant. Habe ich eine Schwarzmarkt-Version von irgendeiner Waffe, habe ich jetzt gerade eben. Okay. Oh, die ist aber ziemlich schlecht. Da hinten ist noch was drin. E821. Einstellbare Maske. Okay. Gut. Schauen wir mal, was denn noch so in der Nähe? Nebeneinsatz hier unten. Vermisste Person. Okay. Ich habe eine ungewöhnliche Aufgabe, Agent. Ich will keine Ressourcen abzweigen, aber wenn jemand über eine Musikerin namens Heather Lau stolpern sollte... Will ich mal kurz heilen? Brauche ich kein Medkit aufnehmen? Du bist ja hier der Medizinmann. Oder sagen Sie mir wenigstens, wo Sie sie gefunden haben. Sie wird vermisst. Danke. Und sie ist meine Schwester. Letzter bekannter Ort? Zivilistenlager am Pier. Das Lager, das es nicht mehr gibt. Lau Ende. Lau Ende. Ist die Frage, kommen wir eine neue Mission dazu, eine Mission, oder ist irgendwann auch da fertig? Mal austesten. Nie drauf geachtet. Letztes Mal waren ja keine Nebenmission mehr da, als wir die drei gemacht haben oder die vier. Ich hatte noch welche auf der Karte, die was ich jetzt dazu mit dieses Feindbasis angreifen, die hatte ich schon von Anfang an auf der Karte. Okay. Hä? Sollen wir jetzt darüber kommen? Jetzt war es der Weg mag in die andere Richtung. Bloß da kommt man nicht durch. Dein Ernst. Muss echt außen rumlaufen. Ja, rüberklettern ist nicht. Kommt sogar nicht mehr hier außen rum. Nein, echt, du musst echt außen rumlaufen. Schweine. Wir haben Granaten, wir könnten euch hier aufsprengen. Hier ist schon alles kaputt. Nein, das sind granatensichere Gitterzäune. Ja, stimmt. Stimmt. Ich vergaß. Zack, einmal rüber. Einmal hier durch. Hallo. Tip, tip, tip. Was geht hier? Den Bereich durchsuchen. Okay. Hier ist aber nichts. Hier müsste aber was sein. Ist aber ein Scheißbereich. Was ist das für ein komischer Bereich? Ein Zelt vielleicht? Ey, diese Lau hat mir jetzt gerade durchgesagt, irgendwie irgendwen hier finden. Ihre, sei wohl anscheinend ihre Schwester oder sowas, aber. Ja, wo soll das versteckt sein? Hier hinten vielleicht. Hier irgendwo. Erfasse ein Echo in der Nähe. Was ist das? Überwachungsdaten analysiere. Okay. Ziel erfüllt. Den Bereich durchsuchen. Aktuell Status verstorben. Beruf Lehrerin, Details nachher wartet auf Beisetzung. Ah, da sieht man, wie sie gestorben ist, hä? Was hier so passiert ist. Mhm. Jetzt kann man alles untersuchen. Ja. Da kann man was untersuchen. Okay. Ich mag Fischstäbchen nicht mal. Jetzt wird mir auf der Karte angezeigt, in 0,6 Kilometer vermisste Person Heather Lau Teil 2. Ja. Jep, müssen wir weiter. Ah, da werden so alte Geschichten gezeigt. Ihrer Spur hinterher wahrscheinlich dann. Ist auch cool, so Erinnerungen, wo gezeigt werden, was passiert ist. Zack. Wir kommen! Heather Lau. Heather Lau. Was ist das für ein Name? Das Gegner? Nö, oder? Nö. Okay, keine Bedrohung. Doch Bedrohung gefunden, 2. Hinter uns, ja. Irgendwo. Okay, hinter uns interessiert mich nicht. Nur die Ruhe. Cerchi
Da liegt was. Wenn wir gerade hier sind. EP. EP! So. Hallo. Voll weit weg. Krass. Ein Schritt durch die Straßen. Und es passiert nichts. Alles ruhig und die schlagen sich hier. Was passiert, wenn man Zivilisten tötet? Schon mal ausprobiert? Nö. Erstes Mal. Er rennt einfach nur weg. Wow. Ja. Okay, er rennt einfach weg. Das ist natürlich gut. Er nimmt weder Schaden noch sonst irgendwas. Er rennt einfach nur weg jetzt. Game over. Spiel sperrt dich. Boom. Zivilisten getötet. Sie sind gesperrt. Nein! Sind ein Terrorist. Ja. Boah, es ist weit. Was soll denn das? Läufst einmal durch die ganze Stadt, nur wegen dem Scheiß. Ich hätte gern so ein Humvee-Jeep. Boah, los mit euch. Arschlöcher. Kleine Ratten. Haben wir erledigt. Drohung gefunden, eine. Ja, ganz weit weg. Sind wir ja gleich wieder im Operationslager. Mhm. Zack. Ja, ein paar Meter noch. Woohoo. So. 40 Meter. Ja, und jetzt hier? Was sind wir denn da? Hier ist nichts. Den Bereich durchsuchen. Okay, scan. Analysiere. Wiederherstellung. Okay. Echo aktivieren. Was ist hier passiert? Vermisste Person, Herr Dalau. Entsperrt, Teil 3. Komm schon. Okay, die wollte da rein. Kam denn wahrscheinlich nicht rein, hä? Wahrscheinlich, ja. Dann ist sie hier außen rum. Oh, das ist echt hier laut. Oh, wie gemein. Jedem Schritt hinterherlaufen, ey. Das sind wahrscheinlich die nervigsten Missionen. Wahrscheinlich, ja. Dann ist der hinten hochgeklettert und ist wahrscheinlich runtergefallen. Den Bereich sichern. Aua! Arsch. Du schon mit dem Basie abgeballert. Aua! Arsch. Eigentlich können wir uns eigentlich auch Schaden verursachen? So Friendly Fire oder sowas? Glaub's nicht. So, analysiere. Der Hersteller abgeschlossen. Ist wahrscheinlich hochgeklettert, oder? Ja. Gehen wir mal hoch. Warum müssen wir in der Kälte warten und du darfst da herfahren? Ach, bringt gar nichts. Scheiße, ist das kalt. Oder müssen wir da hoch? Nee. Hä? Da wird es wieder zurück angezeigt. Zurück? Okay. Also hä? Mir wird nämlich gerade gar nichts angezeigt. Ich glaube eher nach oben. Geh jetzt mal hoch. Das wäre sinnlos, wenn du wieder zurück, wenn du wieder hochgegangen ist. Hier sind vermisste Person. Da rein. Ah, ja, hier rein. Faye? Faye, hier ist Heather. Gott sei Dank. Ich hab dir solche Sorgen gemacht. Wo bist du? Bist du in Sicherheit? Ich hab das Funkgerät im Apartment vergessen. Aber mir geht's gut. Ich musste bloß meine Gitarre auf dem Schädel von irgendeinem Typen zertrümmern. Arme Gitarre. Was? Nein, ist egal. Hallo. Ich schicke dir eine Eskorte, die dich in Sicherheit bringt. Bleib genau, wo du bist und beweg dich nicht von der Stelle. Kann ich jetzt raus hier? Ja, wir haben dich gerettet. Und was sie angeht, Agent, das bedeutet mir viel. Unglaublich viel. Ich schicke eine JTF-Patrouille vorbei. Ich schulde ihnen einen Gefallen. Ja. Einen großen. Ich kann ihnen nicht genug danken. Ich melde mich. Lau Ende. Wow. Wow, fertig. Der Hammer. Aber wir waren erstmal in einem Gebäude drin. Also in so einem Gebäude drin.
Gibt's hier sonst noch was? Kommen wir auch hier normal wieder raus oder müssen wir wieder echt alles zurückklettern? Oh, der echte, ey. Dein Ernst. Was passiert, wenn ich hier runterspringe? Ich krieg Leben ab. Leben abgezogen, okay. Bist du rausgeklettert jetzt, oder was? Ja. So, dann machen wir noch eine Mission. Kampf? Kampf, oder? Such dir aus, ich muss auch, ich laufe auch den normalen Weg runter. Echt? Aktives Echo-Signal geortet. Ist eh gerade in der Nähe, da kann ich schon alleine machen. Echo in der Nähe. Hey, Jungs! Hey, Jungs! Es explodiert. Zieh ab! Bis du kommst, ist alles vorbei wahrscheinlich. Ja, ja, ich muss außen rum. Down. So. Hey. Wenn man hier drin hängen bleibt, ich glaub's nicht. Das ist ein Grüner. Bin irgendwo festgepackt, oder was? Ja, da hinten. Was ist da hinten? Huh, was wird da angezeigt? Alles nehmen. Geiselschlüssel. Ah, okay. Geisel befreien. Und wo? Da hinten? Aufmachen. Zack. Ja. Dann haben wir das auch. Wieder eine Mission weniger auf der Karte. Ich zeig dir noch neben. Oh. Drin? Ich bin äußerst was Grünes. Beeindruckt. Okay. Was ist legendär, glaube ich? Violett oder Gold ist legendäre Zeug. Vektor Kaliber, genau. Ja. So, was haben wir noch was in der Nähe? Können wir noch was machen? Wir hätten noch Satellitenverbindung wiederherstellen. Machen wir das noch und dann. Ja, hau rein. Wir haben nämlich ein Problem. Jemand hat an den Antennen rumgepfuscht und ich wette, du kannst mit Antennen umgehen. Bei deinem Verstand und deiner Ausbildung tust du mir den Gefallen? Die ist nicht die Gefahr. Ich kann nicht mit Satelliten umgehen. Wie es sich angehört hat. Kannst du sicher mit Satelliten umgehen? Bei deinem Können. Hört sich auch ein bisschen falsch an. Tja. Schön, dass Sie auf unserer Seite sind. Gell, schön. Wo ist die Bezahlung? Ah, ist ganz nah, ganz nah. Huh? Ist hier durch? Nö. Hm? Hä? Da hoch. Wie soll man da hochkommen? Ach, da hinten rum. Wie gemein. Jetzt hat man schon Leitfaden. Bringt nichts. Zur Antenne gelangen. Boah. Kommen wir jetzt da hoch? Okay. Ja. Kommen wir da hoch? Wo ist denn die Antenne? Da oben, auf dem Dach. Genau. Auf dem LKW springen. Einfach mal klettern. Man klettert hier so wenig, da denkt man gar nicht dran. Und aber hopp. Echt? Hä? Die Satelliten. Hä? Ach, guck mal, Gegner. Oh. Da! Nachladen! Warte doch, du Arsch! Ha! Nicht mit uns. Vor allem, weil die campen hier oben und denken auch nichts Böses. An nichts Böses. Und dann bam, bam, bam! Tot sind sie. Weg sind sie. Das ist Satellite. Satellit. Wieder an. Ziel erfüllt. Stromnetz unterbrechen. Die Antenne reparieren. Geht's weiter. Dachkämpfe. Ist das Mission auf Zeit? Yep. Oh Gott, jetzt müssen wir uns noch beeilen hier. Häuserkampf. Ja, geil. Wo du überall durchlaufen kannst. Voll übel. Übel, ja. Hoch, zack. Ja, da sind Gegner. Ich könnte jetzt.
Stirb! Der rennt genau in die andere Richtung wieder. Die Sackratte. Lol. Oh, Granate! Knopf. Kontrolle wiederherstellen. Juhu, Nebensatz abgeschlossen. Das war richtig gut. Du hast alles repariert. Ich wünschte, Benny wäre auch so geschickt. Ich habe nur einen Knopf gedrückt, ich habe nichts mal repariert. Okay. Ah, jetzt haben wir Häuserkämpfe gehabt, wir haben Dachkampf gehabt. Cool, das ist noch nicht in der Nähe. Schlecht. Virusforschung, machen wir noch, komm. Weil es gerade in der Nähe ist. Hatten wir bis jetzt auch nicht. Wir hatten jetzt bis Geiselbefreiung, Häuserkämpfe, Leute suchen. Ich bin nur rum. Spring runter, komm, trau dich. Eben ab. Hier geht's, hier stirbst du nicht. Abkürzung. Man macht's wirklich. Ach, muss man sogar. Unglaublich. Na, ja, einen Punkt hat's abgezogen. Heilen ist praktisch. Ab und zu. Ja, hey, da war was man, das ist ein Handy. Wenn man dran denkt, gell? Ja. So, wirklich im richtigen Ding, weil ich kein Medizinmann, weil daran denke ich nicht. Zu wenig. Also, wenn ihr einen Medizinmann spielt, könnt ihr gerne bei uns eintreten. Sie, was soll das, Mann? Virusforschung. So, dann erforschen wir mal den Virus. Der hier. Frei wütet. Ja, ich bin dann da mal, wenn das Spiel dann fertig ist, wirklich auf die Story gespannt. Ja. Dann aufziehen wollen dann. Weil da kriegst du jetzt ja hier nicht wirklich viel mit, also die eine Mission. Die Story wird sicher lustig. Geht aber nur bis Level 30, so wie ich mitgekriegt habe. Ja. Also wird es wahrscheinlich nicht lang gehen. Das Hauptding wird dann später in der Dark Zone passieren. Garantiert. Dein Ernst, muss wirklich alles außen rum. Boah. So. Höhengeschmückte Bäume hier mit Lichterketten. Ja, schon. Da wird es doch geil, wenn man mehr in die Häuser könnt. Es noch offener wäre. Ja, vielleicht machen sie es ja noch. Ja. Wer weiß, wer weiß. So, Gegner. Keiner. Keine Bedrohung gefunden. Zack. Da redet einer. Boah, kein Gegner. Doch, da ist einer. Oh. Ist auch goldener sogar. Ja. Nicht kurz heilen. Ah, mich hat erwischt, die Drecksau. Ich konnte mich nicht mehr heilen. Ich bin tot. Ich muss nachladen. Boah, macht der Schaden, Alter. Ja eben, der hat mich gerade weggeräumt, ohne Ende. Boah, ich hab ihn. Hast ihn? Ja, ich bin tot, ich komme gleich wieder. Boah, der Schaden genommen. Krass. Der an Schaden gemacht hat. Meine Muni ist fast weg. Nee, fast leer. Zack, zack, zack. Tja, so schnell kann es passieren. Hallo? Tu mal den Virus erforschen, wenn hier gerade nichts ist. Ich muss jetzt wieder herkommen, aber hab gerade noch Ladebildschirm. Wow. Kontaminierte Vorräte entdeckt. Scan. Alarm! Kontaminationsscan eingeleitet. Okay. Suche nach Quellen-Virenscanner. Was? Ich will die ganzen Virenscanner suchen. Was? Dein Ernst? Ich mach mal Blitzreise zu dir. Mach das mal. Kann man alles angucken? Sachen, Zeug, Sachen. Objekt plündern. Blaues Zeug. Nicht mal grünes, sondern blaues Zeug, was ich jetzt hier finde. Plündern. Zeug hier gibt. Lol. Es läuft nach Zeit. 5 Minuten haben wir noch. Okay. Was müssen wir alles suchen hier? 1 von 3 Virenscanner. Okay. So ein Kasten war das unten. Zumindest. Okay. Kann man alles aufmachen, das ist total gemein.
wegplündern. Das finden wir die ganzen Virens gar nicht. Auch cool. Ah, hier. Alarm. Kontaminationsscan. Einer noch. Okay. Und wo ist der? Unten oder was? Munition auffüllen. Ja. Nachladen? Ne, hier ist nichts. Hier ist nichts mehr. Oh, da drüben drin. Gucken wir mal. Ah, ne, da geht's wieder raus. Okay. Ne, das muss in dem Haus sein. Warnung. Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet. Virenscanner. Mission nach Zeit sind gemein. Ah, hier. Hab ihn. Okay. Alarm. Kontaminationsscan eingeleitet. Die werden Daten in die Cloud hochladen. Was? Irgendwo draußen, oder? Wo bist du oben? Wo ist die Cloud? Draußen, hä? Oder ist es oben? Irgendwo außen. Hä? Wo sind wir jetzt? Weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Sieht alles gleich aus. Die ist irgendwo außen oben, so wie das aussieht. Also ich habe sie hier auf der... Da oben. Bin draußen. Okay. Ich sammle hier noch alles. Ganz viel Stuff. Hä? Hast du es? Nee. Gerade eben ist es mir hier außen angezeigt worden, jetzt ist es aber wieder weg. Du bist aus dem Bereich raus wahrscheinlich, deswegen. Na, wahrscheinlich. Also muss es oben sein. Geh mal hoch. Plan. Ja, geh mal. Da lachen wir jetzt auch unten irgendwo draußen ist. Ja, nachdem ich aus dem Haus raus bin, war es weg. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Da drüben. Also müssen wir hier rüber. Wahrscheinlich müssen wir hier durchs Haus. Ja, scheint so. Okay. Da, wo ich vorher lang wollte. Okay. Oh, 2 Minuten nur noch. Oh, da sind Gegner. Nachladen. Bringen sie um. Ihre eigene Granate hat sie. Nee, das war meine. Ich habe eine reingeschmissen. Ich hab gedacht, der eine hat sie fallen gelassen. Ich habe eine reingeschmissen. Okay. Daten abschicken. Kontaminationsscan abgeschlossen. Daten ja. Dann haben wir das auch mal gemacht. Also, aber ich würde jetzt sagen, da ist es wieder ein extrem langer Part war. Haben wir jetzt eigentlich gut durchgemacht. Wir haben vieles gezeigt hier bei Tom Clancy's The Division. Viel gibt es ja nicht mehr. Ein paar Nebenmissionen können wir noch machen. Wie jetzt hier Kopfgeld. Oh, dann gibt es auch Privat O'Brien. Viele sind es nicht mehr. 3 Stück. 4 Stück. Was ich hier noch habe. Ja, mal gucken. Aber ich denke mal, das war's mit der Beta. Genug gezeigt. Genug Eindrücke. Ich hoffe, es gefällt euch genauso wie uns das Spiel. Und ihr zockt es auch. Natürlich. Wenn der PC zockt, könnt ihr uns gerne mal anschreiben und mit uns zocken. Wenn es rauskommt, wenn ihr es günstig euch vorbestellen wollt, unten in der Videobeschreibung ist ein Link. Da könnt ihr es euch bestellen. Für den PC aber nur. Also könnt ihr euch zuschlagen um die 35 Euro. Ziemlich günstig. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt Tom Clancy's The Division. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ciao. Yeah.